Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich begrüße euch auf diesem Video auf Mallorca. Hinter mir ist das Meer. Ihr seht, der Rucksack ist gepackt, Drohne ist dabei. Heute ist es zwar ein bisschen windig, die Nacht soll es auch regnen, aber genau deswegen starte ich das Video. Ich bin jetzt hier bei diesem wunderschönen Turm und hinter mir ist das Meer und ich lasse jetzt mal die Drohne steigen. Mir schlagen die Wellen gegen die Steine und wie das aussieht, da seht ihr, das Wasser knallt dagegen und wäscht dann den Stein mit dem hohen Salzgehalt raus und die Wellen sind auf jeden Fall um die 1 Meter, 1,20 Meter bis 2 Meter hoch und schlagen hier gegen. Die Kamera ist auf jeden Fall auch schön dreckig. Aber ich habe extra Feuchttücher mit, um den Dreck auf jeden Fall ein bisschen wegzumachen. Und auch noch Taschentücher mit. Also solche Brillenputztücher und Taschentücher, weil ich auch noch mal nachher oder morgen vielleicht auch mal ins Meer wollte. Die Temperaturen sind die Nacht so um die 15 bis 10 Grad, also 10 bis 15 Grad. Jetzt gerade haben wir 16 Grad, voll entspannt im Schatten hier zu laufen. Also bei 26 wäre es schon wieder zu warm. Deswegen ist es so optimal. Hier zieht die ganze Zeit so eine leichte Brise lang. Also totale Totenstille außer das Meer. Und das ist einfach schön, hier so zu laufen. Mit euch an der Seite. Mal gucken, vielleicht sehen wir auch noch ein paar Tiere, aber seid gespannt, was noch passiert. Die Abstimmung läuft jetzt seit gut einer Stunde und es sind, glaube ich, um die 80% für den Platz da vorne und der Rest ist halt für den Platz hier. Und wir gehen jetzt nochmal nach da vorne hin. Und ich habe es mir jetzt einfach so überlegt, ich werde den Schlafplatz da vorne beziehen. Wenn es aber da zu windig, zu kalt oder wenn die Wellen so wie da vorne über den Felsen spritzen, dann werde ich mich nach hinten verziehen. Und wenn es aber hier vorne geht, dann bleibe ich natürlich so lang wie möglich da vorne und genieße den schönen Ausblick. Ich hole jetzt die ganzen Sachen hierher, mache hier ein paar Steine weg und dann zeige ich euch mein Schlafsetup. Die Steine habe ich schon mal weggemacht, jetzt kommt der Biwaksack dahin. Biwaksack liegt soweit, jetzt geht es ans Isomatten aufpumpen. Ich gucke nur, dass hier nicht allzu viele Steine drunter liegen. So, das reicht an Luft, die jetzt da drin ist. Nachgucken kann ich immer noch mal. Der kommt jetzt hier auch rein. Dass das dann schon mal fertig ist, falls es dann nachher doch plötzlich nochmal anfängt zu regnen. Die Sonne geht im Hintergrund unter.
sehen könnt. So sieht das hier aus. Da hinten geht, wie gesagt, die Sonne unter. Und ich würde sagen, es gibt jetzt Essen. Ich habe als Essen hier einfach Aioli und ein Baguette. Und noch so ein Schokocroissant hatte ich hier beim Sparmarkt, heißt das hier, gekauft. Und hier werden wir jetzt nochmal essen. Meine Haare machen auch was wollen. Ich habe mir auch noch meine Jacke angezogen, weil der Wind ist schon relativ stark hier. Wir haben jetzt, ich glaube, Temperaturen von um die 10 Grad. Und ich würde sagen, ich stelle euch da jetzt nochmal hin. Dann könnt ihr die Wellen noch ein bisschen zuschauen. Mal gucken. Ein paar größten Wellenschläge werde ich dann wahrscheinlich reinmachen. Boah. Und in der Zeit bereite ich schon mal das Essen vor. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall hier mal das Baguette, schneide ich mir hier gerade vorsichtig auf. Und da kommt dann gleich schön fett Aioli rein. Und hier ist mein Brot mit, oder mein Baguette, sage ich mal, mit schön Aioli drauf. Drinnen ein bisschen Aioli, außen ein bisschen Aioli. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann geht es auch schon bald in die Haia. Ich weiß nicht, ob ihr dieses geile Bild seht, wie die Sonnenstrahlen da durchschießen. Ich lasse jetzt einfach nochmal die Drohne steigen. Ich bin jetzt hier im Biwaksack drinne und hinter mir ist der Rucksack und habe jetzt hier gut eine Kopffreiheit. Also der Biwaksack liegt nicht direkt so auf meinem Mund auf. So hatte ich das ja aber auf der Fahrradtour auch schon gemacht. Und ich werde jetzt aber gleich den Biwaksack dann nochmal aufmachen. Dann vielleicht noch so einen schönen Film gucken von Fritz Meinecke. Ein neues Video. Heute ist ja Mittwoch. Und joa. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt, wenn nicht, bis morgen früh. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Ich bin noch im Biwaksack und es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Guten Morgen aus dem Biwaksack. So sieht es jetzt hier aus. Ihr seht, hier ist alles schön nass. Im Biwaksack ist alles trocken geblieben. Jetzt regnet es natürlich hier rein. Außer hier vorne, ich glaube am Reißverschluss, ist ein bisschen was reingekommen. Aber alles kein Problem. Das lag aber daran, dass ich das hier vorne nicht richtig umgeklappt habe. Das war auf jeden Fall mein Problem. Ja, ich werde jetzt hier zusammenräumen. Meine Schuhe stehen da, die habe ich extra verkehrt rum hingestellt. Ja, das Meer ist auch wieder oder immer noch relativ unruhig. Und ich packe jetzt die Sachen zusammen, ziehe mich an und bewege mich dann auf dem Weg wieder zurück. Ich habe jetzt auch mal den Rucksack von vorne von den Füßen hierher geholt. Und der ist auch komplett trocken. Also würde ich sagen, in dem Biwaksack kann man auf jeden Fall im Regen übernachten. Es hat, wie gesagt, die ganze Nacht durchgescheppert. Und ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal den Schlafsack, danach die Isomatte und jetzt setze ich den Biwaksack ein. Und ich versuche das Ganze im Biwaksack zu machen. Also die Isomatte zusammenzurollen. Mal gucken, ob das klappt. Wie ihr seht, die Wellen sind auf jeden Fall stärker geworden. Hier war mein Schlafplatz. Hier, wo die trockene, feine Erde ist. Ein bisschen ist es unter dem Biwaksack runtergezogen. Aber sonst war das kein Problem. Ranzen ist gepackt, alles ein bisschen dreckig geworden. Aber ich finde, das gehört dazu.
Meine Haare sind auf jeden Fall sehr fresh heute. Und ich würde sagen, ich begebe mich jetzt auf den Weg nach Hause. Und hier sehe ich jetzt einfach nochmal Drohnenaufnahmen von der Insel. Und von mir ein paar. Und somit würde ich sagen, liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns, wenn das nächste Video in 2 Wochen kommt. Ciao, ciao.